So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit. Alle Jahre wieder und trotzdem sollte man meinen, alles ist wie immer. Nein, es ist nicht alles wie immer. Heute noch ein bisschen größer. Bitte die Sportler nun nach rechts, die vorhin aufgerufenen Orationen, bitte einmal zur linken Seite aufstellen. Noch einmal Herrn Ersan Ersan, Tülay Durdu, Sabine Arnemüller, Rainer Silgrad, Helmut Biermann, Markus Oppendring, Peter Bröckskes und Faruk Elbaki bitte genau dort an die Seite. Ja, vielen Dank. Die beiden Sponsoren genau dahinter, die Firma Peri und Firma Waldhausen und Birkel. So, jetzt funktioniert's. Jan, du darfst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 35. Weltmeisterschaft im Dreiband für Nationalmannschaften ist beendet. Die vier Siegerteams stehen fest und ich bitte um einen Herzenapplaus für die drittplatzierten Bronzemedaillengewinner, die Niederlande. Und Spanien and Spain. Jan, bitte das zweite Mikrofon anmachen, Nummer zwei bitte. Ladies and gentlemen, normally I don't speak now, I speak after the closing ceremony. But I want to say something. I apologize very much for the winners, because it's my mistake coming from Las Vegas to Cairo one day and coming here. I regret and I'm sorry that I forgot to bring the medals. And we will give it in another. I'm very sorry, really, and that's all what can I say. Mr. President, das ist menschlich. Ich hoffe, Sie haben es alle verstanden. Der Präsident der Weltunion war in Las Vegas, dann wieder in Kairo, dann in Viersen. Er hat die Medaillen vergessen. Das ist menschlich. Er kriegt einen Riesenapplaus und die Medaillen werden entsprechend natürlich nachgeliefert, meine Damen und Herren. Auch das ist live und das gehört irgendwo mit dazu. Deshalb machen wir doch die große Überreichung der Pokale. Erst einmal an das Team der Niederlande durch Herrn Ersan Ersan und Tülay Durdu. Da ist er. Gut, steht auch nicht auf dem Zettel, aber wir improvisieren heute komplett. Jetzt wird spannend. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Zweitplatzierten, zur Silbermedaille. Neunfacher Weltmeister, davon achtmal hier in Viersen. Heute die Silbermedaille erkämpft und wir können nur Dankeschön sagen. Ein wundervolle Spiele, spannende Spiele. Meine Damen und Herren, Silbermedaillengewinner Schweden! Silver Medal Sweden! Ich bitte zur Gratulationskur Sabine Arnemüller, unsere Bürgermeisterin, Helmut Biermann, den Präsidenten und Markus Oppendrink. Ihr habt nur einen, ja, ja. Das andere wären jetzt Medaillen.
So schön mit der Flagge im Hintergrund. Vielen, vielen Dank. Das sieht cool aus. Und nun, meine Damen und Herren, sollten Sie sitzen, erheben sich von den Plätzen, denn wir kommen hier zum alten und zum neuen Weltmeister. World Champion 2023. The Nation, the wonderful Nation, Turkey. Meine Damen und Herren, der neue Weltmeister ist auch der alte und umgekehrt die Türkei. Tayfun Taşdemir und Semih Şengener. Ich bitte den Hauptsponsor Peter Bröckskes und den Präsidenten Faruk Elbaki, den Pokal zu überreichen und das Maskottchen gleich mit dazu. Denn hier ist Peter, meine Damen und Herren, das neue Maskottchen unseres Hauptsponsors. Geh ruhig mit dazu. Ich bitte nun die erste Bürgerin der Stadt Viersen, Frau Sabine Arnemüller, für die Stadt Viersen die Schlussworte zu sprechen. Liebe Sabine. Sehr verehrte Gäste, sehr verehrte Fans des Billardsports, liebe Spieler und alle weiteren, ich muss wirklich sagen, es waren wieder ganz spannende Tage hier in unserer Festhalle in Viersen. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, vor allen Dingen für die spannenden, wirklich tollen Spiele, die sie hier abgeliefert haben. Es war bis zum Schluss, waren es ja Zitterpartien, das muss man wirklich sagen. Das war Meisterleistung, die wir hier in Viersen gesehen haben. Ich danke aber auch dir, Frank, es war wirklich auch einmal wieder ganz toll, deine Moderation, deine Führung durch alles hier. Du hast dich wirklich super vorbereitet, wie immer, das muss ich echt sagen. Aber ich bedanke mich auch bei dem Publikum, wie Sie hier alle mitgegangen sind, bei den einzelnen Spielen, Spielern. Ich weiß, hier ist überall, jeder hat hier seine Fangemeinde, aber ich glaube, der Finalist hatte seine größte Fangemeinde hier heute. Das hat bestimmt geholfen. Aber vor allen Dingen freue ich mich darüber, was du auch gerade gesagt hast, lieber Frank, dass heute, ich sag mal, hinter den Kulissen eine Vereinbarung getroffen worden ist, dass es weitergeht. Und dafür kann ich auch noch mal meinen allerherzlichsten Dank an den Sponsor, an den Hauptsponsor sagen. Billard gehört zu Viersen und darüber bin ich sehr, sehr froh und glücklich. Das heißt, wir sehen uns alle im nächsten Jahr wieder. Dann schauen wir mal, wem dann das Glück hold ist. Vielen Dank der ersten Bürgerin der Stadt, Frau Sabine Arnemüller. Du darfst das wie ein Staffelstab mitnehmen, denn die Schlussworte für die Deutsche Billardunion, die kommen nun von Helmut Biermann. Ah, okay. Ja, na gut, dann gehe ich auch noch ans Mikro. Ja, meine lieben Sportfreunde, ich denke mal, wir haben spannende Spiele gesehen in einer tollen Atmosphäre. Ich finde toll, dass ich endlich die Viersener Festhalle nach Corona-bedingter Pause, nach einer Abstimmung mit den Füßen, ob des Spielsystems, endlich mal wieder gefüllt gesehen habe. Wir sind stolz darauf, dass ihr alle hier seid. Ihr habt eine tolle Atmosphäre geschaffen. Das lohnt all die Mühen, die wir auf uns genommen haben, um hier eine Top-Veranstaltung in die Wege leiten zu können. Und ich bin genauso dankbar, wie Sabine Arnemüller es auch gerade gesagt hat, dass wir hier Kontinuität, da habe ich ja schon in meiner Eröffnungsrede von gesprochen, was auch wieder gesichert haben. Die Termine werden wir über kurz oder lang bekannt geben. Herzlichen Dank an all die, die uns hier und draußen im Netz zu Hunderttausenden wahrscheinlich gesehen haben und verfolgt haben, was wir in der Lage sind, hier in Deutschland immer noch an Top-Sportveranstaltungen auf die Beine zu stellen. Herzlichen Dank an alle Sponsoren. Ich sage dann, weil ich den Finanzchef ja gerade hier stehen habe, dem Land Nordrhein-Westfalen danke ich auch für seine Unterstützung. Das BMI hat uns auch unterstützt. Wenn ich an den Fahrservice denke, der uns zur Verfügung gestellt worden ist, wenn ich an Peri denke, die uns wunderbar unterstützen. Es ist eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen allen Partnern und
da soll man weitermachen. Denn wenn was gut ist, setzen wir es doch einfach fort. In diesem Sinne, herzlichen Dank für alles. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Einen guten Heimweg. Vielen Dank, lieber Helmut. Wait a minute. Und nun, meine Damen und Herren, bevor der Präsident des Weltverbandes die Formel und das Dankeschön spricht, gibt es nun natürlich die Nationalhymne für das Siegerteam. Meine Damen und Herren, bitte erheben sich von den Plätzen. The National Hymn from Turkey. Ich bitte nun den Präsidenten des Weltverbandes, Herrn Farouk El-Baki, bitte um die Schlussworte. Mr. President. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sorry for the news about the mistake of the medals, but the good news that thanks to the city of Fürsen and the sponsors, the local sponsors, that I am sure we will succeed with the DBU and the CFB to keep this event at home in Fürsen for the next years. So at least we have good news. I thank very much all persons, volunteers, referees who contributed their time for the success of this event. I shouldn't forget also the sponsors, all the sponsors, UMB sponsors and DBU sponsors, local sponsors. And I apologize for the players again for the medals, but congratulations, especially for the Turkish team. I think you are on the way or you already broke records. We have a team with two individual world championships, great team, congratulations. And also the Swedish team, Spanish team, Dutch team, congratulations for all of you. And sorry again for the medals. Ladies and gentlemen, on behalf of the Union Mondiale de Billard, I declare the 35th World Championship Three Cushion National Teams officially closed, and I invite you to participate in the next event, Ho Chi Minh City World Cup next June in Vietnam, and see you next year. Thank you. Vielen Dank, Herr Präsident. Bevor wir nun zu den großen Fotosessions kommen, meine Damen und Herren, wird auch heute offiziell diese Weltmeisterschaft beendet mit der deutschen Nationalhymne.
Große Fotosession, meine Damen und Herren. Bitte den Sponsoren, bitte bleibt dort stehen. Gleich für das große Foto mit den Sportlern. Peter, das Maskottchen, bleibt natürlich dabei. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für den Besuch. Die Stadt Viersen sagt Dankeschön und vor allen Dingen auf Wiedersehen. Bye, bye, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jan, das Klangkarussell kann losgehen.